Nordkorea hat seinen jüngsten Raketentest verteidigt und zugleich bekannt gegeben, dass es sich um den Test einer von Experten als Monsterrakete bezeichneten Fasong 17 gehandelt habe. Die Interkontinentalrakete sei rund 1000 Kilometer weit geflogen, berichten am Freitag die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Sie sei schließlich in der anvisierten Zone im Ostmeer gelandet, das auch als japanisches Meer bekannt ist. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und seine Tochter wohnten den Staatsmedien zufolge dem Test bei. Der am Donnerstag vorgenommene Test sei eine Reaktion auf die derzeitigen, Zitat, provokativen und aggressiven gemeinsamen Militärübungen der USA und Südkoreas gewesen, erklärt KCNA. Er sei, Zitat, eine verschärfte Warnung an die Feinde, welche die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel absichtlich schüren. Der erneute nordkoreanische Raketentest war am Donnerstag zunächst von der südkoreanischen Regierung gemeldet worden, allerdings ohne Angaben zu dem Modell. Nun heißt es auf KCNA, es sei eben eine Fasong 17 gewesen. Die Interkontinentalrakete hat eine potenzielle Reichweite, die das US-Festland treffen könnte. Experten bezeichnen sie als sogenannte Monsterrakete. Nach Angaben Seouls verfolgt die Rakete allerdings eine senkrecht aufsteigende Flugbahn. Auf diese Weise würde ein Überflug der Nachbarländer vermieden.